Dzień dobry. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Freue mich natürlich, hier zu sein und werde in aller Kürze versuchen, das Konzept möglichst ausführlich vorzustellen. Wir haben nämlich etwas Zeitdruck, deswegen werde ich das Ganze etwas abkürzen, aber ein bisschen Theorie muss sein. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj z Państwem. Postaram się krótko, ale możliwie obszernie przedstawić temat dzisiejszego wykładu. I wiem, że czas nas goni, ale troszeczkę teorii musimy wprowadzić, aby wyjaśnić to pojęcie. Ja, Liquid Democracy e.V. ist ein Verein in Berlin, ein noch sehr junger Verein. Wir haben uns 2009 gegründet. Und sind größtenteils eigentlich auch noch sehr jung, beziehungsweise größtenteils entweder noch Studenten oder erst vor kurzem den Abschluss gemacht, also auch insgesamt ein sehr junges Team. Liquid Democracy to dość młode stowarzyszenie. Mamy swoją siedzibę w Berlinie. Powstaliśmy w roku 2009 i w większości nasz zespół jest bardzo młody, to znaczy studenci lub ci, którzy świeżo skończyli uczelnię. Także nasz zespół jest bardzo młody. Ja, unser Verein ist gemeinnützig, das ist relativ klar. Worauf wir besonderen Wert legen, ist die Überparteilichkeit, weil wir sehr oft das Problem haben, dass wir zu den Piraten gezählt werden, also der Piratenpartei, was so nicht stimmt. Also die Piratenpartei ist sicherlich mit dafür verantwortlich, dass der Begriff Liquid Democracy derzeit seit etwa 2 Jahren oder 3 Jahren sehr populär ist, aber wir haben mit den Piratenpartei an sich nichts zu tun. Wir arbeiten am liebsten mit allen Parteien zusammen, was wir bisher auch fast geschafft haben. Chcę powiedzieć wyraźnie, że dla naszego stowarzyszenia ważna jest bezpartyjność i bardzo często przypisuje nam się jakieś związki z Partią Piratów. Nie mamy nic wspólnego z tą partią. To prawda, że partia ta przyczyniła się do rozpowszechnienia pojęcia Liquid Democracy, demokracji płynnej, natomiast my staramy się działać poza jakąkolwiek partią. Was sehr oft missverstanden wird, ist auch, dass der Begriff Liquid Democracy selbst kein fertiges Konzept ist. Liquid Democracy ist eher zu verstehen als eine Idee, als eine Fragestellung. Also die deutsche Übersetzung ist ja dann flüssige Demokratie. Was das im Genaueren bedeutet, bleibt natürlich dementsprechend offen. Also das wird geglaubt oder ist es so? Nein, eben nicht. Also es wird geglaubt, dass es ein fertiges Konzept wäre. Das ist es aber nicht. Okay. Uważa się, że Liquid Democracy to gotowe, określone pojęcie, ale tak naprawdę jest to pewnego rodzaju idea, pytanie, nad którym się zastanawiamy. Der Begriff selber wurde eigentlich im Lauf der Internetdiskussion eigentlich mehr oder minder festgehalten. Das heißt, eine wirkliche Definition des Begriffs gibt es eigentlich auch nicht. Das ist wirklich mehr oder minder, wie ich gesagt habe, eine Idee. Wenn man einen Gründervater für diesen Begriff sucht, dann findet man ihn am ehesten bei Sigmund Baumann, der in den 60er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, ein Buch geschrieben hat, Liquid Modernity, in dem er eben das erste Mal davon gesprochen hat, wie digitale, moderne Medien sozusagen unser Demokratieverständnis verändern werden. Nie istnieje również definicja tego pojęcia. Jak już powiedziałem, jest to raczej swego rodzaju idea i gdybym miał zastanawiać się, kto ukuł pierwszy to pojęcie, byłby to Zygmunt Bauman, który w latach 60. napisał książkę Liquid Modernity i zastanawiał się w niej, w jaki sposób współczesne media wpłynęły na, czy zmieniły sposób postrzegania demokracji. Liquid Democracy, die Idee dahinter stellt eigentlich die Frage, wie kann man sozusagen mit den modernen Medien, die uns derzeit zur Verfügung stehen, die Demokratie effizienter, liquider machen. Das ist so der Grundgedanke hinter dem Namen. Liquid Democracy stawia takie pytanie, jak wykorzystać współczesne media, aby demokracja była jeszcze bardziej wydajna, jeszcze bardziej płynna.
Wir haben sozusagen das erste Mal in der Menschheitsgeschichte eigentlich die Chance, über eine digitale Infrastruktur, und zwar über das Internet, Barrieren zu überbrücken. Also Entfernungen und Zeitabstände spielen mit dem Internet keine Rolle. Das heißt, Partizipation ist völlig unabhängig von Ort und Zeit. Und das gab es so an sich in der Verbreitung noch nie. I po raz pierwszy w historii mamy szansę wykorzystać te media i po raz pierwszy w historii odległość i czas nie mają żadnego znaczenia w partycypacji. Dazu muss man auch noch bedenken, weil das auch oft vergessen wird, das Internet ist an sich noch nicht mal 7000 Tage alt, also wir stehen eigentlich eher noch am Anfang. Deswegen muss man sowohl dem Internet und den Möglichkeiten für Partizipation Zeit geben, als auch eben dem Liquid Democracy Konzept, weil es wirklich gerade erst am Anfang steht. Es gibt sehr wenig Empirie zu diesem Thema, also anwendungsspezifische Beispiele gibt es wenige und ja, das wird seine Zeit brauchen. Also es ist, wie gesagt, derzeit ein gesellschaftliches Experiment, das derzeit läuft unter diesem Namen. I tak naprawdę płynna demokracja jest dopiero na początku swojej drogi. Niewiele jeszcze zrobiono w tym kierunku, relatywnie niewiele. Niewiele jest konkretnych przykładów dla liquid democracy i dlatego potrzebujemy czasu, aby rozwinąć to pojęcie. Więc tak naprawdę w tym momencie jest to swego rodzaju eksperyment społeczny. Was man noch dazu sagen muss, was uns in unserer Vereinsarbeit auch sehr oft passiert ist, dass geglaubt wird, Liquid Democracy sei eine Art Konkurrenzveranstaltung zur direkten Demokratie oder zur repräsentativen Demokratie. Dazu muss man gleich sagen, dass die Idee dahinter eigentlich nur darin besteht, bereits bestehende analoge Beteiligungsverfahren einfach durch digitale zu ergänzen, nicht zu ersetzen. Also es ist keine Konkurrenzveranstaltung, sondern eher als Parallelveranstaltung zu verstehen. I należy tutaj dodać, że błędne jest myślenie, że demokracja płynna jest swego rodzaju konkurencją dla demokracji przedstawicielskiej czy bezpośredniej. Najważniejsze jest to, że demokracja płynna chce uzupełnić demokrację bezpośrednią o formy cyfrowe, o media. Więc jest to demokracja, która miałaby się odbywać, czy miałaby istnieć równolegle, a nie zamiast demokracji bezpośredniej. Was man noch dazu sagen muss, wir haben sozusagen in unserer Vereinsarbeit zwei Bereiche, die zwei Themenschwerpunkte sind zum einen eben die konzeptionelle Arbeit und der größere Teil eigentlich unserer Arbeit besteht in der anwendungsspezifischen Arbeit und zwar mit der Software-Autocracy, in der sozusagen, ich werde es dann nachher noch anhand der Theorie etwas weiter erklären, aber Autocracy basiert auf all den Überlegungen, die eigentlich aus der Liquid Democracy herausgehen und wir haben uns überlegt, anhand einer Software eine realisierbare Möglichkeit dieser Liquid Democracy zu verwirklichen. Pracujemy w dwóch bardzo ważnych obszarach, to znaczy oczywiście jest to praca koncepcyjna, ale bardzo duża część naszej pracy to software-tocracy, to znaczy praca nad takim oprogramowaniem, które pozwoliłoby wprowadzić demokrację płynną. Wir hatten ja heute Abend auch schon oft genug über direkte und repräsentative Demokratie gesprochen. Ganz kurz nur zu den Überlegungen, die wir uns angestellt haben, waren, wenn man einen antiken Stadtstaat mit einem modernen Flächenstaat vergleicht und dort innerhalb vor allem die Beziehung zwischen Politik und Bevölkerung, was hat sich eklatant verändert? Dziś już wystarczająco dużo powiedzieliśmy na temat demokracji bezpośredniej czy reprezentacyjnej i muszę powiedzieć, że my jako organizacja zajmujemy się takim problemem, to znaczy porównaniem jak w czasach starożytnych, jak we współczesnych czasach wyglądała demokracja, to znaczy jak wyglądała relacja pomiędzy polityką a ludnością. Was man auf jeden Fall sagen kann, das ist jetzt wirklich sehr vereinfacht gesagt und auch runtergebrochen, aber was sich wesentlich verändert hat, ist zum einen die hohe
Themenkomplexität. Das beste Beispiel, denke ich, ist derzeit die Finanzmarktkrise in Europa. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass hier im Raum wahrscheinlich keiner so wirklich den globalen Überblick, ich persönlich auch nicht, den globalen Überblick über die Finanzmarktkrise hat. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, die eigene Privatsphäre ist natürlich dadurch, dass man arbeiten geht und so weiter und so fort, schränkt die natürlich politische Partizipation ein. Also das heißt, man hat immer weniger Zeit. Und ein drittes Problem ist, das ist aber auch der Themenkomplexität geschuldet, und zwar, es fehlt an Expertise. Wenn man heutzutage Menschen auf der Straße fragt zum Thema Rentenpolitik, bekommt man sehr oft die Antwort, davon habe ich keine Ahnung. Also, das erste Problem war, dass man also... Zu hohe Themen, die Themenkomplexität wird immer höher. Also Finanzmarktkrise, es versteht kein Mensch mehr, worum es eigentlich im Endeffekt geht. Das zweite Problem ist natürlich dadurch, durchs Berufsleben, den Alltag, dass zunehmend weniger Zeit ist. Und das dritte basiert eigentlich auf Themenkomplexität, dass natürlich keiner sich jetzt wirklich tatsächlich zutraut, als Experte in politischen Verfahren teilzunehmen. Mhm. Z pewnością to, co powiem, jest pewnym uproszczeniem. Natomiast największa zmiana jest następująca. Są to tak naprawdę trzy elementy. Po pierwsze, tematy są coraz bardziej złożone, na przykład kryzys finansowy. Po drugie, obywatele pracują coraz więcej, to znaczy, że mają coraz mniej czasu. A do tego trzeci problem jest taki, że nikt nie waży się występować jako ekspert w jakiejś sprawie. To znaczy, jeżeli zapytamy kogoś na ulicy, co sądzi na przykład o polityce emerytalnej, to bardzo wiele osób odpowie, że po prostu nie ma pojęcia. Ein generelles Problem ist auch natürlich, beziehungsweise nicht das Problem, aber die Umwelt für die Politik und für Politiker hat sich auch im Wesentlichen dahingehend gewandelt, dass natürlich durch das Internet Informationen einem wesentlich größeren Publikum bereitgestellt werden und dadurch auch die Reaktionswege extrem verkürzt werden. Und wenn man sich unter all diesen Bedingungen, die sich eigentlich in den letzten 100 Jahren schon im Wesentlichen radikal verändert haben, sich die Frage stellt, was hat sich im Demokratieverständnis in den letzten 100 Jahren verändert, wird man feststellen, dass die Technik immense Schritte macht, aber die Politik diese nicht für sich nutzt, obwohl da ein Riesenpotenzial drin ist. I trzeba sobie powiedzieć, że polityka, która funkcjonuje dziś w dobie internetu, to taki obszar, w którym dzisiaj właśnie dzięki mediom dociera się do większej liczby osób i w szybszym tempie. I przez ostatnie 100 lat bardzo wiele zmieniło się na świecie, zaszły tak naprawdę radykalne zmiany i powstaje pytanie, co tak naprawdę zmieniło się w demokracji. I trzeba powiedzieć, że mimo ogromnego postępu technologicznego, polityka nie wykorzystuje tego wielkiego potencjału, jaki daje postęp w nauce, w technice. Wir haben uns für unsere Überlegung, wie wir tatsächlich Liquid Democracy, die flüssige Demokratie, umsetzen können, die zwei Auslegungsarten der Demokratie angeschaut, zum einen eben die direkte Demokratie und die repräsentative, haben dort uns die Vorteile angeschaut, sowohl als auch die Nachteile, und uns überlegt, wie könnte man zum Beispiel beide so zusammenlegen, dass man nur den Nutzen davon gewinnt. Zaczęliśmy zastanawiać się, w jaki sposób wprowadzić demokrację płynną. I oczywiście demokracja bezpośrednia, demokracja reprezentacyjna była dla nas dużą inspiracją. Zastanawialiśmy się, jakie są jej korzyści, jakie są minusy. I chcieliśmy, aby był to punkt wyjścia, tak aby jak najwięcej korzyści czerpać właśnie z demokracji płynnej. Wenn man sich sozusagen jetzt die Vor- und Nachteile beispielsweise in der direkten Demokratie anschaut, hat man natürlich als Riesenvorteil, dass man themenspezifischere Partizipation ermöglicht. Das heißt, im Fall von eines Volksentscheides, zum Beispiel Raucherverbot oder ähnliches, hat man natürlich die Möglichkeit, direkt ein Thema einzugehen und dort seine Stimme abzugeben.
Wesentlicher Nachteil aber dabei ist, dass solche Initiativen meistens von einer kleineren Gruppe von Menschen vorangetrieben wird und dass nicht wirklich ein tatsächlicher Diskurs stattfindet, sondern eben nur ein fertiges Papier am Schluss steht, in Anführungszeichen nur ein fertiges Papier, das zum, für das man sich dafür oder dagegen entscheiden kann. Jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią, to powiem o tym, jaka jest zaleta i wada tego systemu. To znaczy, z jednej strony na pewno zaletą jest to, że demokracja bezpośrednia to w dużej mierze referenda, na przykład referendum dotyczące zakazu palenia w miejscach publicznych. I dobre jest w tej demokracji to, że można podejść do tematu bezpośrednio i oddać głos za albo przeciw. Natomiast minusem jest to, że brakuje rozmowy, dyskursu, to znaczy w cudzysłowie mamy gotowy papier, na który możemy się zgodzić albo przeciw któremu możemy się opowiedzieć. Was man noch dazu sagen muss, meiner Meinung nach einer der wesentlichen Nachteile ist natürlich, dass direktdemokratische Entscheidungsverfahren nur dann denkbar sind, wenn natürlich für ein bestimmtes Thema eine kritische Masse an Aufmerksamkeit erreicht wird. Das heißt, es braucht natürlich eine gewisse Anzahl von Unterschriften. Das heißt, Nischenprobleme haben natürlich keine Überlebenschance oder kommen nicht dazu, überhaupt vorangetragen zu werden oder zu einem Entscheid. Ja osobiście chcę jeszcze powiedzieć, że dla mnie minusem demokracji bezpośredniej jest forma, procedura, to znaczy potrzebna jest pewna masa krytyczna, pewna liczba podpisów i niuanse w danym problemie tak naprawdę nie mają szans na przeżycie. Die repräsentative Demokratie hat natürlich, wie allen denke ich hier bekannt ist, extrem gut etablierte Diskursstrukturen. Hier ist aber wiederum meiner Meinung nach auch einer der wesentlichen Nachteile, dass dieser Diskurs nur einer kleineren Gruppe von Menschen zugänglich ist. Das heißt, im Parlament sitzt eine kleine Gruppe von Menschen, die einen ähnlichen Berufsalltag haben, eine ähnliche Bildung und die über überaus komplexe gesellschaftliche Themen gleichermaßen und gleich auch engagiert entscheiden müssen. Und das ist sicherlich ein Problem. Jeśli chodzi o demokrację reprezentacyjną, to na pewno ogromnym plusem tego systemu jest to, że struktura dyskursu jest bardzo dobrze rozwinięta. Natomiast ja osobiście uważam, że bardzo dużym minusem jest fakt, że dostęp do tego dyskursu ma tak naprawdę niewielka grupa ludzi, to znaczy członkowie parlamentu, którzy mają podobne wykształcenie, podobny tryb pracy i oni w tej małej grupie decydują o bardzo złożonych problemach społecznych. Und für mich der größte Nachteil der repräsentativen Demokratie ist sicherlich auch das, dass die Einflussnahme durch den Bürger über den Urnengang nur in Perioden abläuft und nicht sozusagen zu jeder Zeit. Ja, dodam jeszcze, że dla mnie największym minusem demokracji reprezentacyjnej jest to, że ten wpływ obywatela na daną decyzję tak naprawdę odbywa się tylko okresowo przy urnach, a nie cały czas. Genau, die Umsetzung der Liquid Democracy, also der Idee einer flüssigeren Demokratie, nennen wir direkten Parlamentarismus. Das heißt, direkter Parlamentarismus bedeutet für uns, dass wir sowohl direktdemokratische Elemente zusammenlegen mit der repräsentativen Demokratie und eine Brücke schlagen zwischen beiden. Nasz pomysł na bardziej płynną demokrację nazywamy parlamentaryzmem bezpośrednim, to znaczy, że chcemy połączyć system demokracji bezpośredniej z systemem demokracji reprezentacyjnej. Das heißt, die Idee ist, dass man natürlich den Vorteil einer themenspezifischen Partizipation nutzt, aber sowohl auch die gut etablierten Diskursstrukturen in einer repräsentativen Demokratie und zudem natürlich den Dialog, der dort stattfindet, öffnet. Das heißt, jeder kann dort teilhaben. Das heißt, man hat an einem Tisch die Experten, das heißt Sachverständige, Repräsentanten,
und eben aber auch die betroffenen Menschen. Nasz pomysł na taką demokrację to wykorzystanie tej partycypacji w konkretnych dyskusjach na konkretne tematy plus dobrze plus taki stabilny dyskurs, jaki mamy w demokracji reprezentacyjnej, a także otwarty dialog, to znaczy w dialogu tym może wziąć udział każdy, zarówno eksperci, jak i ludzie, których dotyczy dana decyzja, siedzą przy jednym stole i dyskutują na temat danego problemu. Ich werde es nachher noch an einem Beispiel erklären. Ich hoffe, das wird dann etwas deutlicher. Jetzt in der Kürze ist das alles ein bisschen vielleicht schwierig, aber ich versuche das, wie gesagt, noch mehr an einem konkreten Beispiel zu erklären. Das Entscheidende ist aber auch, das Flüssige kommt dadurch, also diese liquide Demokratie wird sie dann, wenn man es sozusagen ermöglicht, dass ein ständiger Wechsel zwischen repräsentativen Elementen und direktdemokratischen Elementen möglich ist. Chciałbym użyć pewnego przykładu, ponieważ w tak krótkim czasie przedstawienie tego nowego pojęcia może być trudne do zrozumienia, natomiast decydujące w uzyskaniu tej płynności demokracji byłoby według nas stałe wykorzystywanie elementów zarówno demokracji reprezentacyjnej, jak i demokracji bezpośredniej. Das heißt, ich kann mir jederzeit als Bürger oder als Registrierter auf der Plattform, das werde ich nachher nochmal erklären, jederzeit überlegen, ob ich direkt Einfluss nehmen möchte, indem ich sozusagen an einem Papier, im Fall eines Volksentscheids, direkt an einem Papier mitarbeite oder meine Stimme zum Beispiel delegiere. Und das Flüssige in dem Moment ist, dass ich mich jederzeit umentscheiden kann. Ich kann meine Stimme einer Person delegieren, die ich für kompetent und vertrauenswürdig halte, und aber gleichzeitig sozusagen in jedem Moment auch wieder mich umentscheiden kann, um an einem Papier direkt mitzuarbeiten, in Form meinetwegen eines Volksentscheids. Oznacza to, że jako obywatel mogę się zarejestrować na pewnej platformie, o której zaraz powiem, i w każdym momencie mogę zdecydować, czy chcę pracować nad konkretnym dokumentem dotyczącym na przykład jakiegoś referendum, czy też chcę delegować mój głos komuś, komu ufam, kogo uważam za kompetentną osobę w danej dziedzinie. Ale oczywiście zawsze mogę również podjąć decyzję o tym, że biorę udział w pracy nad danym dokumentem. Das Delegated Voting ist genau das, was ich gemeint habe. Das ist sozusagen das flüssige Moment drin. Man hat jederzeit die Möglichkeit, an seine Stimme an einen Experten, an eine vertrauenswürdige Person, wie auch immer, zu Themen, in denen ich weniger Ahnung habe, sprich Finanzmarktkrise. Wenn ich dort keine Ahnung habe, habe ich natürlich ganz normal, wie in einem repräsentativen System, die Möglichkeit, meine Stimme zu delegieren. Aber das Delegated Voting erlaubt sozusagen jederzeit auch die Rücknahme dieser Stimme, wenn ich meinetwegen innerhalb einer bestimmten Zeit vielleicht zu einem Finanzmarktkrisenexperte werde. I tutaj pojawia się właśnie pojęcie delegated voting, czyli takiego głosowania delegowanego. To właśnie byłby element płynności, którą chcielibyśmy wprowadzić. To znaczy zawsze mogę przekazać swój głos osobie, którą uważam za kompetentną w danym temacie, o którym ja na przykład nie mam pojęcia, typu właśnie na przykład kryzys finansowy, ale zawsze też, jeżeli uważam siebie za eksperta, mogę cofnąć delegowanie tego głosu i sam brać udział w danej procedurze. So, hier ein Anwendungsbeispiel, und zwar haben wir hier vier Themenbereiche. Diese vier Themenbereiche sollen eigentlich das veranschaulichen, welche Möglichkeiten man durch dieses flüssige, dieses liquide Element hat, und zwar vier verschiedene Ebenen, in denen man sich in einen politischen Prozess einbinden kann, teilhaben kann. Achso, Entschuldigung. Können Sie dann zurück, ja, damit Sie das verstehen. Na tamtym slajdzie poprzednim było widać cztery różne tematy i tę płynność demokracji, to znaczy widać, jak można delegować różne głosy na różne obszary tematyczne.
So, also das erste Thema, das ist wirklich völlig willkürlich gewählt, aber das Thema Mindestlohn, ich beziehe das jetzt zum Beispiel auf mich. Vielleicht ist es ja der Fall, dass ich von dem Thema an sich keine Ahnung habe, aber ich habe, es gibt dort zum Beispiel eine Gruppe innerhalb des Systems, die sich für dieses Thema stark macht, ein Papier einbringt, also eine Gruppe innerhalb einer Partei, die ein Konzeptpapier erarbeitet. Und ich kann diesem Konzeptpapier meine Stimme sozusagen geben. Das heißt, ich habe mich nur dafür entschieden, dass dieses Papier richtig oder gut ist. Aber ich habe sonst nicht mehr als meine Stimme eingebracht. Das ist sozusagen das unterste Level. Das ist sozusagen feststellen, dass etwas da ist und meine Stimme dafür abgeben. Ich habe noch für mich selber noch nicht wirklich Commitment in Form von Textarbeit zum Beispiel eingebracht. Tutaj mamy na tym slajdzie przypadkowo wybrany temat, na przykład płaca minimalna i powiedzmy, że nie mam pojęcia o płacach minimalnych, nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie, a jest jakaś grupa w danej partii, która pracuje nad jakimś dokumentem i ja oddaję swój głos tej partii, ponieważ uważam, że ten dokument jest dobry, a sam nie angażuję się w pracę nad tym dokumentem, ponieważ nie jestem tu ekspertem. Genau, also hier ist es nochmal veranschaulicht. Ich kann einfach in dem Moment, in dem ich mich für ein bestimmtes Konzept entscheide, in dem Fall eben zum Thema Lohnpolitik, meine Stimme abgeben. Diese Stimme wird sozusagen direkt für die Idee, für das Konzeptpapier gewertet. I tutaj widać, jak może to funkcjonować, to znaczy decyduję, że oddaję swój głos danej grupie w obszarze polityki płac. Das nächste Thema, zum Thema Finanzmarkt. Hier bin ich zum Beispiel auch relativ ahnungslos, aber ich kenne jemanden, an dem ich meine Stimme delegieren kann. Also eine Person, die als Experte auftritt, und die in dem Fall eben Stimmen delegiert bekommen kann. Kolejny temat, na przykład rynek finansowy. Tutaj również nie mam pojęcia o rynku finansowym, natomiast znam kogoś, kogo uważam za eksperta, kto sam występuje jako ekspert w tej dziedzinie i mogę mu oddać swój głos, delegować swój głos. Genau, und auch hier nochmal zur Betonung, diese Delegation ist, wie gesagt, jederzeit umkehrbar. I bardzo ważne jest to, że w każdym momencie możemy cofnąć delegowanie tego głosu. Das nächste Beispiel ist zum Thema Flughafenausbau. Hier kann es zum Beispiel sein, jetzt als fiktives Beispiel, dass ich direkt betroffen bin, dadurch, weil ich in der unmittelbaren Nähe von einem Flughafen arbeite. Also habe ich natürlich ein höheres Level an Engagement. Ich bin mehr bereit, mich tatsächlich auch an den Details eines bestimmten Konzeptpapiers einer Bürgerinitiative gegen Fluglärm beispielsweise, mich dort direkt im Papier selber zu verwirklichen, zu beteiligen, indem ich meinetwegen sage, die Flugschneise darf nicht aus dem und dem Winkel kommen. Kolejny przykład, na przykład temat rozbudowy lotniska. Powiedzmy, że mieszkam blisko danego lotniska i chcę bardziej zaangażować się w dany temat, to znaczy chcę uczestniczyć również w ustalaniu szczegółów danej inicjatywy obywatelskiej, ponieważ temat dotyczy mnie bezpośrednio i chcę, aby na przykład loty odbywały się daną drogą, tak aby mnie nie dotyczyły bezpośrednio, nie przeszkadzały mi bezpośrednio. Genau, das ist die dritte Ebene, also nochmal sozusagen die direkte Textarbeit, die da stattfindet. Das ist die dritte Ebene. Die letzte Ebene und die höchste Ebene der Beteiligung wäre dann sozusagen selber als Experte aufzutreten. Das heißt also in dem Moment, hier ist das Beispiel Hochschulpolitik. Ich persönlich zum Beispiel war eine Zeit lang in der Hochschulpolitik tätig, kann also dadurch, weil ich eine gewisse Kompetenz aufgebaut habe über die Jahre, zum einen Stimmen an mich delegieren lassen, weil ich vertrauenswürdig bin und kompetent. Ich habe die Möglichkeit, diese Stimme für ein bestimmtes Konzeptpapier weiterzugeben und ich habe natürlich als Experte nochmals die Möglichkeit,
nochmals die Möglichkeit, am Papier selber direkt mitzuarbeiten, also konzeptionell an diesem Papier zu arbeiten. Także tamten przykład dotyczący lotniska, to była to było pewnego rodzaju zaangażowanie w daną inicjatywę. Natomiast tutaj mamy kolejny temat, na przykład polityka dotycząca szkolnictwa wyższego i powiedzmy, że jestem ekspertem w tej dziedzinie, mam kompetencje odpowiednie, aby bezpośrednio uczestniczyć w pracy nad dokumentem i angażuję się bezpośrednio, czyli jest to ten najwyższy trzeci poziom demokracji płynnej. Ja, ich habe gerade gehört, wir haben wenig Zeit, deswegen gehe ich einfach mal weiter. Mamy niewiele czasu, więc przejdę dalej. Genau, adhocracy.de ist sozusagen die Plattform, die von uns betrieben wird. Sie basiert auf einer Software, die all diese Ebenen, die ich gerade geschildert habe, auch tatsächlich zulässt. Das genauere erklären, ich weiß nicht, Mateusz, machst du das nochmal kurz? Okay, Mateusz wird dazu noch ein paar Worte verlieren, aber jetzt mal ein konkretes Projekt, wie sieht es tatsächlich in der Realität aus, was das alles, was ich jetzt gerade gesagt habe. Es gibt vom Deutschen Bundestag eine Enquete-Kommission, die dafür eingerichtet wurde, bestimmte gesellschaftliche Themen als Projektgruppe zu diskutieren. Teraz powiem kilka słów na temat platformy adhocracy.de. Platforma ta funkcjonuje dzięki oprogramowaniu, które umożliwia wszystkie te poziomy uczestnictwa, które opisałem przed chwilą. Mateusz powie jeszcze kilka słów na ten temat później. Natomiast ja chcę tutaj powiedzieć o tym, jak może to wyglądać w rzeczywistości na konkretnych przykładach. W Bundestagu mamy komisję, która pracuje nad określonymi, konkretnymi tematami. Genau, diese Enquete-Kommission ist in unterschiedliche Projektgruppen eingeteilt, die sich zum Beispiel mit dem Thema Finanzmarkt auseinandersetzt, aber es gibt eben auch eine Enquete-Kommission, also eine Projektgruppe, die sich mit dem Thema Internet und digitale Gesellschaft auseinandersetzt. Und das Novum an dieser Gruppe ist hier insbesondere, dass sozusagen eine Plattform, und zwar eben enquetebeteiligung.de, dazugeschaltet wurde. Istnieją różne komisje, które zajmują się różnymi tematami, na przykład kryzysem finansowym. Natomiast jest jedna komisja, która zajmuje się sprawami internetu oraz społeczeństwa cyfrowego. I tutaj mamy, na poprzednim slajdzie mieliśmy platformę, która jest z tym związana. Genau, also die Enquete-Kommission Internet und in digitale Gesellschaft besteht aus 17 Sachverständigen und 17 Abgeordneten. Und wie man hier links sieht, links oben, kann sozusagen über diese Beteiligungsplattform enquetebeteiligung.de jeder, der sich dort registriert, kann als 18. Sachverständiger in deren Arbeit Einfluss nehmen. So 18 Sachverständiger und wie viele Abgeordnete? Es sind 17 Sachverständige und 17 Abgeordnete. Komisja zajmująca się internetem i społeczeństwem cyfrowym składa się z 17 ekspertów i z 17 członków parlamentu. Genau. Und all das, was ich vorher geschildert habe, also die Textarbeit, die dort tatsächlich stattfindet, oder dass man nur seine Stimme einer bestimmten Idee abgibt. Also es gibt zum Beispiel ein Papier innerhalb dieser Gruppe, das sich dafür für Datenschutz stark macht. Das ist ein Teil dieser Arbeit, die diese Projektgruppe Internet und digitale Gesellschaft macht. Und an diesem einen Beispiel kann man zum Beispiel sagen, dass man sich für das Thema entweder nur für das Thema Datenschutz gut findet, oder man sagt, jemand in der Gruppe dort tritt als Experte auf, ist sehr, sehr eloquent und belesen zu dem Thema. Oder ich steige direkt dort in die Textarbeit ein, weil alle Papiere, die von dieser Sachverständigengruppe und den Abgeordneten verfasst werden, werden dort auf dieser Plattform hochgeladen. Und jeder, der sich über enquetebeteiligung.de registriert, kann dort zusammen mit den Sachverständigen und den Abgeordneten an den Papieren mitarbeiten.
mówiłem o tym, że możemy pracować nad treścią danego tekstu, czy też delegować swój głos w danym temacie. I na przykład ta komisja, która zajmuje się internetem i sprawami społeczeństwa cyfrowego, ma jeszcze mniejszy obszar, nad którym pracuje, to znaczy ochrona danych. I tutaj mogę na przykład stwierdzić, że deleguję swój głos, albo że wiem tyle na ten temat, że jestem na tyle oczytany, elokwentny w tym temacie, że chcę bezpośrednio uczestniczyć w pracy nad tekstem. Jest to możliwe, ponieważ jeżeli zarejestrujemy się na tej platformie, zobaczymy, że wszystkie dokumenty, nad którymi się pracuje, są na tej stronie dostępne. Noch ein paar Abschlussworte dazu. Liquid Democracy hat direkt eigentlich nicht unbedingt nur eine Anwendung innerhalb der Politik. Das Konzept selber sagt ja eigentlich nur, dass man mehr Beteiligung zulassen will und dass man sozusagen analoge Beteiligungsverfahren durch digitale ersetzen kann. Das heißt, man kann im Endeffekt in jedem Prozess, der irgendwie sich demokratisch öffnen lässt, also noch mehr demokratisch öffnen lässt, solche Konzepte anwenden. Wir hatten zum Beispiel ein Anwendungsbeispiel mit dem Zeitmagazin in Deutschland. Das ist ein Printmedium, relativ bekannt sogar. Und das Zeitmagazin in Deutschland hat über eine Plattform, über autocracy.de, seine Leserschaft entscheiden lassen, welche 5 Themen in das Magazin kommen. Was ja jetzt grundsätzlich wenig mit der Politik zu tun hat, aber trotzdem natürlich ein demokratischer Entscheidungsprozess ist. Also was ich sagen will, ist eigentlich, dass Liquid Democracy nicht nur eine Anwendung in der Politik finden muss, sondern eben zum Beispiel auch in einem Betrieb, in dem man sich dort durch eine demokratische Öffnung meinetwegen Arbeitsprozesse effizienter gestalten möchte. I kilka słów na koniec. Ważne jest to, że demokracja płynna nie musi dotyczyć tylko polityki. Podstawowym założeniem naszej pracy jest to, aby wykorzystać możliwości cyfrowe do podejmowania decyzji przez większą liczbę obywateli. To znaczy każdy proces decyzyjny mógłby przebiegać na takiej samej zasadzie. Mamy na przykład takie czasopismo Zeit Magazine, które pozwala swoim czytelnikom decydować poprzez platformę, jakie 5 tematów znajdzie się w kolejnym numerze tego czasopisma. Więc demokracja płynna nie musi dotyczyć tylko tematów politycznych, ale tak naprawdę każdego tematu, który wymaga procesu decyzyjnego. Równie dobrze może to dotyczyć zakładu pracy, w którym chcemy na przykład usprawnić jakieś procesy, sposób działania, funkcjonowania tego zakładu pracy. Noch ein letztes Wort dazu. Ich glaube tatsächlich nicht, dass, weil es natürlich, wenn man diese Idee weiterspinnt, natürlich sich die Frage irgendwann auch stellt, ob man über so eine Software theoretisch auch Wahlen abhalten könnte. Ich glaube, das wird so weit wird es, denke ich, einfach nicht kommen, weil es natürlich da datenschutztechnische Probleme gibt und so weiter. Das andere ist, das hatte ich auch schon vorher besprochen, ich denke, diese Beteiligungsverfahren, so wie sie jetzt gerade existieren, sind nur auf Gemeinde, also auf lokaler Ebene denkbar. Ich glaube nicht, dass es irgendwann mal, zumindest jetzt, ich rede jetzt von Deutschland, landesweit oder gar bundesweit Beteiligungsverfahren gibt. Also das, was derzeit realisierbar ist, sind Beteiligungsverfahren auf sehr kleiner Ebene, also auf Gemeindeebene. Nie sądzę jednak, aby to oprogramowanie i ta procedura mogła zajść tak daleko, aby wykorzystać ją na przykład do przeprowadzania wyborów w danym kraju. Myślę, że tutaj pojawiłby się już problem ochrony danych osobowych i sądzę, że jest ona przede wszystkim do wykorzystania na poziomie lokalnym. Mówię przynajmniej o tym, jak mogłoby się to odbywać w Niemczech. To znaczy nie wydaje mi się, aby było to możliwe na poziomie landu czy też na poziomie federalnym. Jest to pomyślane raczej dla podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. Und abschließend noch ein Zitat von Roman Herzog, das vor etwa einer Woche gesagt hat, fand ich sehr gut und sehr treffend. Er hat nämlich gesagt, ein Bürger ist dann ein mündiger Bürger, wenn ihm sozusagen die Möglichkeit auch gegeben wird, politische Entscheidungen korrigieren zu können.
I na koniec posłużę się cytatem Romana Herzoga, który powiedział, że obywatel tak naprawdę dopiero wtedy ma głos, jeśli może wpływać na zmianę konkretnych decyzji w państwie. Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom przygotowało po prostu polską wersję Adhocracy.de. Każdy z Państwa może, logując się tam, ją przetestować. No i na pewno będziemy chcieli ten temat ciągnąć, żeby cała koncepcja, która, tak nam się przynajmniej wydaje, świetnie sprawdzić mogłaby się również na poziomie stowarzyszeń, żeby w Polsce stawała się coraz bardziej popularna. No i na pewno będziemy informować na naszych stronach internetowych, na Facebooku, głównie na stronie demokracjapłynna.org na temat wszystkich nowości związanych z demokracją płynną w Polsce. Dlatego zapraszamy do śledzenia tych stron. Dziękuję bardzo.